Im Rahmen der IAA Mobility 2021 eröffnet Cupra seine neue City-Garage im Herzen von München. Ich finde es eigentlich sehr schön, dass das hier so mitten in der Stadt ist, dass man auch hier die Menschen sieht, dass die Menschen Zugang haben zu den Ständen. Ich finde, man muss hinterher mal analysieren, ob das Format angekommen ist, aber ich glaube, dass das grundsätzlich sehr attraktiv ist, wie gesagt, auch für die Leute, die hierher kommen. Ja, als erstes haben wir mal hier unseren Cupra Born mitgebracht. Der Cupra Born ist unser erstes vollelektrisches Fahrzeug. Läuft diese Woche an. Seit Montag laufen die Bänder für die Seenfahrzeuge. Am Freitag haben wir es freigegeben. So, das heißt, jetzt geht es in die Vollen und dass wir dieses Jahr noch die Markteinführung realisieren können. Und dann haben wir unseren Urban Rebel mitgebracht, den Sie ja schon ansehen konnten. Unsere radikale Interpretation von urbaner Mobilität, sicherlich in der Variante nichts, was so in Serie kommen wird, aber das Fahrzeug zeigt unsere Idee für zukünftiges Design. Das ist eigentlich das Wichtigste an dem Fahrzeug, dass man diese charaktervollen Designelemente mit der Skulptur in der Seite, mit der Front, dass man das als Cupra erkennt und das ist auch das, was wir in Serie bringen wollen. Cupra wird in 2030 100% elektrisch sein. Das heißt, unsere Zukunft, Cupra Zukunft, ist voll elektrisch. Ja gut, ich sag mal, wir haben jetzt sehr viel zu tun, gerade auf der Cupra-Seite. Wir haben jetzt gerade den Tavascan, haben wir angekündigt, dass wir den in 2024 bringen. Da sind wir sehr stark in der Entwicklung. Es gibt noch das ein oder andere Fahrzeug, was noch nicht angekündigt wurde, was in der Entwicklung ist. Und dann im Zusammenhang mit dem Urban Rebel in 2025 auf der kleinen Plattform des VW-Konzerns haben wir die komplette Verantwortung für das Cluster übernommen. Das heißt, wir werden alle Hüte entwickeln für die Marken Cupra, VW und Skoda. Und die ersten beiden Fahrzeuge, Cupra und VW, werden in 2025 gelauncht. Also mein Team ist gerade sehr busy.